Ja, vielen Dank, dass du reingeschaltet hast. Heute erkläre ich die Kraftausdauermethode in Verbindung mit einem Zirkeltraining und ich drücke mir noch einen Kaffee und dann geht's los. Viel Spaß bei diesem neuen Film. Kraftausdauertraining, das ist optimales Training für Kampfsportler und Läufer und auch für Radfahrer, die einfach eine längere Stabilität von ihrem Körper brauchen für den Wettkampf. Ein Kampfsportler, der nach 3 Schlägen, die er absolviert hat, in der Ecke liegt, wird keinen Wettkampf gewinnen, wird keinen Gegner besiegen. Und auch wenn du einen längeren Lauf machst, einen längeren Wettbewerbslauf, Marathon oder Halbmarathon, brauchst du einfach deinen Körper, der die Beine trägt. Ja, am Anfang, wenn du in das Training, in das Kraftausdauertraining einsteigst, du musst im Training 18 bis 25 Übungen absolvieren von einer Übung und deswegen wählst du auch ein Gewicht, was ca. 50% deiner Maximalkraft entspricht und deswegen wählst du ein Gewicht, was 50% davon hat, mit dem du locker 18 bis 25 Wiederholungen schaffst. Such dir Übungen raus für einen Zirkel, die dir Spaß machen. Darum geht es im Training. Und geh raus ins Training, fang an zu schwitzen. Trainier ganze Muskelgruppen und nicht isoliert einzelne Muskeln, weil du brauchst das Zusammenspiel der Muskeln und das triggerst du im Training an. Wähle ein Zeitintervall im Training von 60 zu 30, sprich 2 zu 1. Du trainierst am Anfang 60 Sekunden in der Übung, machst 30 Sekunden Pause und wechselst dann zur nächsten Station. Das mache ich jetzt auch, zur nächsten Station wechseln. Warum 60 Sekunden im Training? Ganz einfach, damit du auf die Wiederholungszahl von 18 bis 25 kommst. Such dir 6 Übungen raus und wie gesagt, die natürlich auch Spaß machen, darum geht's. Und diesen Zirkel, den du machst, den durchläufst du 3-mal. Jetzt lässt natürlich die Kraft dann auch irgendwann nach im Training, nach dem 3. Mal. Wenn du 6 bis 8 Wochen trainiert hast, dann kannst du die Pause verkürzen und trainierst im Verhältnis 1 zu 3 bzw. 3 zu 1, das heißt 60 Sekunden für die Übung, 20 Sekunden für die Pause. Und wie du merkst, die Kraft lässt dann auch irgendwann nach, beziehungsweise du kannst dann auch hingehen und immer mehr Kraft abrufen. Ist ja ganz klar. Nach 6 bis 8 Wochen kannst du dann auch die Zeit für das Training erhöhen. Also sprich, die 60 Sekunden werden so 80 Sekunden, die Pause bleibt bei 20 Sekunden. Denk nach dem Training immer dran, die Muskeln zu mobilisieren durch ein ordentliches Stretching. Mach zwischen deinen Trainingseinheiten auch eine Pause, das ist ganz entscheidend. Während dem Training empfehle ich dir die sogenannte CAQ-Methode, das heißt, spanne deine Bauchmuskulatur an, um den unteren Rücken zu entlasten im Training. Achte auf deine Atmung, das ist ganz entscheidend. Das heißt, atme aus bei Anspannung und atme ein bei Entspannung. Und achte auch auf die Qualität der Übungen. Weniger ist mehr. Achte mehr darauf, dass du gute Übungen ausführst, statt viel Übungen ausführst. Ich hatte erklärt, wieso, weshalb, warum das Kraftausdauertraining für Kraftsportler, für Läufer und für Radfahrer zum Beispiel. Und ist ganz wichtig, es ist gerade für Läufer, ist es auf jeden Fall ein Fundament, wenn die Muskulatur stabil ist, um länger durchzuhalten. Trainiere Muskelgruppen, um das Zusammenspiel anzusteuern, weil das brauchst du auch für die genannten Sportarten. Such dir Übungen raus,
die dir Spaß machen, such dir Trainingspartner, die dir Freude, mit denen es dir Freude bereitet zu trainieren, dann hast du auch viel mehr Spaß im Training. Wähle am Anfang das Verhältnis von 60 zu 30 und denk an ein Stretching nach dem Training und such dir Übungen raus, die dir Spaß machen und bau dir einen Zirkel auf, den du dreimal durchläufst. Dann kommst du auf eine Trainingszeit von 27 bis 40 Minuten und anschließend machst du noch ein Stretching mit einem Warming-up, kommst du irgendwo so auf eine Stunde und ein bisschen mehr. Denk an die CHQ-Methode, spann deinen Bauch an, entlaste deinen unteren Rücken, achte auf deinen Körper, hör auf deinen Körper. Denk an die Atmung, atme ein bei der Entspannung, atme aus bei der Anspannung und du brauchst den Sauerstoff, die Muskeln brauchen den Sauerstoff, um Kohlenhydrate und Fette zu verbrennen. Denk auch dran, weniger ist mehr, mach lieber gute Übungen statt viele Übungen und entscheidend auch nach dem Training ist ein Stretching, um die Muskeln zu mobilisieren und mach zwischen deinen Trainingseinheiten auch immer wieder eine Pause. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wer dranbleiben möchte, abonniert den Kanal. Wer Fragen, Anregungen hat, unten rein damit in die Kommentarbox. Jetzt rausgehen und trainieren, Spaß haben und denk an eine Pause zwischendurch, die ist ganz wichtig zur Erholung. Tschüss!